dann würden wir sehr gerne dein Rat, sozusagen deine Idee auch noch umsetzen, wenn dies nicht auf Widerspruch stößt, und auch Ole noch mal fragen, ob wir seine Frage gut beantwortet haben, mit Zufriedenheit beantwortet haben. War meine Frage Mit den Protesten und Ach so, dieser Energie. ja, ich hatte dir noch diesen Aspekt angesprochen, mit der, dass in Deutschland eine starke Transformationsschwelle vielleicht losgeht, also eine Energie. Das, was ein Freund von mir meinte, der auch so hellsichtig ist. Und die Idee von Wächtern hat er noch genannt. Also Seelenwächtern oder Wächterenergien sozusagen, die auf die Erde kommen, die halt bestimmte Aufgaben haben. Vielen Dank. So, lasst euch gesagt sein, ihr Deutschen, wenn ihr so wollt, dass ihr ein sehr besonderes Volk tatsächlich seid, und das wisst ihr genau und könnt ihr sehen und spüren und entdecken in eurer Vergangenheit. So habt ihr dort diese Fähigkeit, wenn ihr so wollt, sehr negativ verwendet, aber auch positiv, da ihr nun daraus Rückschlüsse ziehen könnt und lernen konntet und sozusagen auch als Vorbilder gedient habt für andere, euch zu trauen, die Dunkelheit zu erforschen und das Spiel des ewigen Lebens, der Dualität auch weiterhin voranzutreiben. So muss es immer wieder Seelen geben, die sich auch für die andere Seite bewusst entscheiden, diese spielen zu wollen. Und das habt ihr als Deutsche sozusagen getan. Sehr eindrucksvoll, aber auch natürlich sehr grausam. Und nun habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich hier in diesem Areal eures Planeten sozusagen etwas ganz Besonderes zu kreieren, da ihr euch schon so tief getraut habt, auch auf die andere Seite zu gehen. So könnt ihr auch sehr weit hochschießen, sozusagen unglaublich tolle Erneuerungen hier aus diesem Teil der Erde heraus sprießen lassen, auch Emotionen und auch diese Versammlungen, die gerade stattfinden, hier sehr eindrucksvoll leben, manifestieren. Es ist in der Tat so, Ole, vielen Dank für diese Erinnerung. Natürlich findet alles simultan statt auf eurem Planeten, auch in anderen Bereichen. Genauso eindrucksvoll, genauso potenziell möglich. Dann würden wir uns nun verabschieden und euch nochmal ermutigen, noch einmal mit einem M sozusagen den Raum zu schließen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Schön. Tschüss, Tschüss. Markus. Bitte schön. Dankeschön. Yay.